Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber egal. Auf jeden Fall habe ich heute ein kleines Update für euch, weil viele nachgefragt haben, ob ich nicht mal eine Roomtour mache, aber ein Update, weil, ja, ich meine, bei mir hat sich nicht so viel verändert, aber ein bisschen hat sich schon verändert. Und das werde ich jetzt euch zeigen, weil ich auch, neuen Schrank, neuen Fernseher, und das sieht jetzt halt ein bisschen anders aus. Vielleicht eine kleine Inspiration vielleicht dabei, ich weiß ja nicht. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ihr wisst ja schon, wie mein Zimmer einigermaßen aussieht. Das Bett steht halt immer noch da, aber das Bett stand mal so schräg, also halt andersrum. Aber ich habe es jetzt wieder so hingestellt, weil ich es so am besten finde. Aber irgendwie muss ich immer alles umstellen. Ich bin richtig komisch, ich weiß. Komme zu meiner schönen Kommode. Und ja, da seht ihr auch mein Prachtstück. Und zwar mein Playbutton für meine 100.000. Das liegt natürlich hier. Dann kommen wir... Ja, okay, jetzt liegen dann Batterien, egal. Ja, hier ist so meine... Mein Ordner für meine ganzen Rechnungen und Schulsachen, Papiere, also unnötig, will ich auch nicht aufmachen. Sieht auch schon unordentlich aus. Ich weiß, ich kann sowas überhaupt nicht ordentlich halten. Hier habe ich eine Box, die habe ich von der Nunana, falls jemand das interessieren sollte, weil viele mal fragen. Und natürlich Lichterketten muss sein. Danach kämen wir zu meinem Tisch. Das ist der ganz normale Ikea-Tisch, bla bla, da habe ich halt... Ja, nichts Besonderes drauf, einfach nur die Sachen, die ich immer brauche, die ich benutze und ja, halt das Wichtigste. Dann natürlich zu meinem Bett. Wie ihr wisst, liebe ich ja mein Bett und es gibt nichts Besseres als schlafen. Eigentlich wie vorher noch, halt nur vielleicht andere Bettwäsche, aber ansonsten alles gleich. Und das Bett, weil auch viele gefragt haben, das Bett habe ich übrigens von, wie hieß das noch? Roller, genau. Von Roller habe ich das. Aber bei Ikea gibt es die auch. Ich habe irgendwie 100 Euro dafür bezahlt, also für das Gestell. Und man muss halt Matratze und alles kaufen, aber ich habe das Billigste genommen. Ja, und meinen schönen Teppich natürlich. Und dann ist mein Laptop. Dann kommen wir zu meinem, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Sessel. Das ist halt so ein... Kann sich halt hier draufsetzen und das ist eigentlich schwarz, aber ich habe da so einen weißen Bettlaken drüber gemacht. Weil schwarz passt hier nicht rein und deswegen musste ich das ein bisschen korrigieren. Ey, ja, alles klar. Wir lassen es einfach mal mit dem Deutsch hier, ne? Mit die komischen Fremdwörter. Kann ich nämlich nicht. Ja, hier ist mein Fernseher und... Oh mein Gott, Leute, ihr wisst ja, ich hatte den kleinen Fernseher und jetzt habe ich endlich einen großen. Guckt euch das mal an, wie geil der ist. Der ist einfach voll groß. Weil das Ding ist, ich trage gerne Brille und ich kann das einfach nicht sehen. So, keine Ahnung, und ich bin halt so, ich hatte früher auch einen großen Fernseher, aber der ist halt kaputt gegangen, hatte ich halt einen kleinen. Und jetzt habe ich endlich einen anderen. Den habe ich aber jetzt schon länger und ja. Der ist übrigens von Telefunken, falls das jemand interessieren sollte. Ich weiß, das wird eh kein Interesse. Das ist meine PlayStation 4. Die darf natürlich nicht fehlen. Und meine ganzen Spiele, da sind meine PS4-Spiele. Da sind alles halt von meiner Kamera, die Schachteln da. Dann PC-Spiele, meistens Sims. Und von der Wii und von der PlayStation 2. Apropos, die steht auch da. Ja, nichts Besonderes. Einfach... was Annie halt braucht. Ne? Und ja, da ist eigentlich mein Wandschrank. Ich weiß, das wisst ihr ja, ne? Aber ich habe jetzt halt, weil ich den halt nie benutze, weil das wird immer richtig unordentlich, wenn ich den Wandschrank benutze. Ich kann da drin überhaupt gar keine Ordnung halten. Ich bin eh schon so ein unordentlicher Mensch. Und das ist voll schlimm einfach. Und die Schränke sind richtig scheiße gemacht. Also sind keine Fächer drin. Ist einfach so leer halt, ne? Ja, finde ich irgendwie doof. Und ja, das sind schöne Bilder, oder? Also... I like it. Ja, das ist mein alter Hund. Boris. die übrigens habt ihr auch nachgefragt, wo ich die her habe, die Lampe. Und zwar, die ist von Cody, meine ich.
Also meine Eltern haben mir die mitgebracht. Aber ich weiß, dass es die bei Cody gab. Genau die gleichen. Ich weiß, vielleicht haben die... Ich glaube, die haben sogar von Cody gekauft. Ich weiß aber jetzt nicht genau. Aber ich denke mal. Und ich weiß nicht, wie teuer die war. Aber die findet ihr bestimmt noch irgendwo. Die ist auf jeden Fall sehr schön, finde ich. Dann kommen wir zu meiner Lichterwand. Hier habe ich so eine Lichterkette angehangen. Und die kann man so, also sind halt so mehrere so Ketten dran, Lichterketten. Und die habe ich dann auseinandergefuchtelt und habe sie dann hier mit den Nadeln so befestigt, dass das halt wie so eine ganze Wand ist. Und ich finde das richtig schön. Habt ihr auch gerade am Anfang gesehen. Ja, das sieht ganz schön aus. Dann kommen wir zu meinem, ja, ihr denkt jetzt schon, was ist das denn da, ne? Ja, das ist mein alter Stuhl. Dazu kommen wir gleich. Der muss auf jeden Fall weg hier. Ich bekomme einen kleinen Hocker. Ich habe jetzt so lange meine ganzen Cardigans und so da drauf gelegt, weil ich einfach null Platz habe. Da sind schon meine ganzen Jacken, da passt einfach nichts mehr hin. Deswegen ist das alles da, es kommt alles weg. Deswegen irritiert euch da nicht von. Ich weiß, das sieht scheiße aus. Dann zu meiner Bilder. Zu meinem Bilderrahmen. Das ist einfach eine Lichterkette. Oh, man sieht mich. Und hier dann so ein Spray. Und ja, nichts Besonderes. I know, I know. War schöne Bilder, oder? Aber kennt ihr, glaube ich, schon. Und hier bin wieder ich. Ich weiß, sehr schön. Aber ich will mich jetzt nicht ganz zeigen. Und da kommen wir zu meinem Kleiderständer. Hier habe ich einfach so weiße Sachen dran gehangen, weil ich finde, so bunte Sachen sieht scheiße aus, weil mein Zimmer eher weiß ist. Und ich weiß nicht, das hat was. You know? Mann, Mädchen wissen, was ich meine. So, keine Ahnung, voll komisch, ich weiß, aber egal. Hier sind Schals und hier ist so, nein, das ist kein Echtpelz. Cappy, und wenn ich auf, keine Ahnung, auf Events gehe oder was auch immer, so wenn man sich sehr schick anziehen muss, dann nehme ich immer die Tasche. Und ja, mein Boden ist dreckig, nicht wundern, ich habe mich gesaugt, aber das mache ich noch gleich. Oder später, wann ich halt Bock habe, aber irgendwann ist auch gut. Ich habe gestern die ganze Zeit aufgeräumt, voll schlimm, ich weiß. Hier ist meine Ringleuchte. Ich liebe diese, oh Gott, das ist so geil, ne? Ich liebe sie einfach. Das ist viel besser als eine Softbox, finde ich. Also, oh mein Gott, I love this so much. Und jetzt, Leute, wisst ihr, eigentlich kommt ja mein Schreibtisch. Das ist eigentlich ein Schreibtisch gewesen vorher. Aber ich habe mir einen Schrank geholt. Der ist von Ikea übrigens. Und... ja, weil ich halt meine Anziehsachen lagern muss und hier habe ich so lange meine ganzen Beauty-Produkte, meine ganzen Schminke und bla 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 etc. habe ich halt hier hingetan und meinen Spiegel natürlich. Ja, peace, da bin ich wieder. Nein, ich möchte mir auf jeden Fall diesen Ikea-Frisiertisch holen mit dem Spiegel, der schon dran ist. Ihr wisst, glaube ich, also die Mädels wissen schon, was ich meine. Dann kommt der Schrank nämlich dahin und hier kommt der Frisiertisch hin und der Spiegel kommt dann, gucken wir vielleicht weg oder so. Ah, ich liebe den, weil der so groß ist. Und ja, hier sind dann so meine ganzen Pflegesachen, Video, Abschmink, Dingsbums. Und ja, ich habe hier so ein Tattoo von Karma. Ich habe übrigens die Box, die solltet ihr auf jeden Fall holen. Also das Album. Ich weiß ja nicht, ob man die Box auch noch bekommt. Und ja, meine Lampe, meine Kerze, die habe ich von der Nunana. Die Lampe ist auch von Ikea. Hier ist meine Schminke. Ich könnte ja mal so ein Dings machen. Wie heißt das? Ich weiß jetzt das Wort gar nicht. Ach Leute, jetzt fällt mir das echt nicht ein. Hier meine Schminksammlung, genau. Meine zwei Parfüms, meine Lieblingsparfüms. Ja, nichts Besonderes. Hier sind meine Jacken. Und ja, hier habe ich übrigens, ihr wollt ja bestimmt wissen, was ich da drin habe. Hier sind meine ganzen Oberteile. Hier sind so Tops, T-Shirts, Pullis, so langärmlich. Basic Tops, dann kommen wir zu meinen ganzen Hosen. Hier habe ich so helle Hosen, helle auch mit weiß und schwarze, also dunkle Hosen. Und hier dann so eher diese ausgefallenen Hosen. Und ganz zum Schluss
Komisch, dann ich wollte euch jetzt nicht alles zeigen, weil da meine Unterwäsche ist. Auf jeden Fall ist hier so meine Unterwäsche und ganz dicke Pullis drin und Jogginghosen. Jogginghosen. Ja, das ist das. Und das ist mein Zimmer. Und hier habe ich so oben so. Habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Oh, das ist voll schwarz. Wegen meinem Eyeliner. Ey, der kann sich nicht schminken. Ja, das habe ich immer noch hier oben, weil ich das ganz schön finde. Und ja, das ist mein Zimmer. Klein, aber fein. Ich weiß nicht, mir gefällt es nicht so krass wegen diese Wänden. Und das muss ich immer noch wegbekommen. Naja. Was soll's. Also ich finde es trotzdem gemütlich. Muss auf jeden Fall nochmal saugen. Und putzen muss ich auch noch. Mein Spiegel ist übrigens sehr dreckig. Das wird ja dieses Geschmiere. Ja. Ich bin ein kleiner Dreckspatz. Und ja. Das war's eigentlich. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht ist ja die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Und ja, wie gesagt, ich habe zwar nichts Besonderes, also kein besonderes Zimmer halt. Ganz normal, ein Mädchenzimmer halt. Und ich mag es trotzdem, ja. Also, finde ich ganz nice. Ich würde zwar gerne ein größeres Zimmer haben, weil ich sehr viele Sachen habe. Und hier einfach gar kein Platz für die ganzen Sachen sind. Deswegen musste ich auch vieles... Jetzt fangen die echt an hier zu bohren, ne? Ja, geil. Auf jeden Fall habe ich die meisten Sachen, meine ganzen Softboxen, ich habe irgendwie 5 Stück oder so, 4 Stück, keine Ahnung. Die habe ich alle im Wohnzimmer, meinen ganzen Hintergrund habe ich alles im Wohnzimmer. Apropos, ich wollte euch doch meinen Hintergrund, also ich wollte eigentlich mit meinem Hintergrund halt machen, aber ich wusste nicht, dass ich eine Roomtour mache. Aber nächste Woche! Ja, nächste Woche machen wir das, versprochen. Und ja, ich würde sagen, ich beende das Video und ja, ich habe euch ganz sehr lieb. Und tschüss!